Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, es gibt heute ein Food Diary. Bitte nicht wundern, ich bin ein bisschen vom Winde verweht. Es ist unheimlich windig und regnerisch draußen, deshalb meine Sturmfrisur. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe die letzten Wochen wieder unser Essen hin und wieder gefilmt und einiges zusammengeschnitten. Ich sage dazu, es ist nicht jeden Tag gefilmt. Das ist immer mal wieder. Denn ich bekomme oft Nachrichten, oh, bei dir gibt es ja nur Fleisch oder oh, bei dir gibt es voll oft Pizza oder bei dir gibt es voll oft dies und das. Das bedeutet nicht, dass es ja jeden Tag gefilmt wird, sondern hin und wieder. Und das schneide ich dann zusammen. Genau, also ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, heute sind meine Oma und ich frühstücken. Und genau, zeige euch mal die Platte mit einem leckeren Latte Macchiato. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Heute Mittag ist Pizza-Time bei uns. Es gibt eine XXL Thunfischpizza und eine Rindersalami. So, zum Abendessen habe ich eine Kürbiscremesuppe gemacht. Und ein Röstzwiebelbrötchen gibt es dazu. Das lassen wir uns jetzt schmecken. So, unser heutiges Frühstück ist weißer Joghurt mit Honig, ein paar Walnüssen und ich habe so ein Knuspermüsli darüber gemacht. Genau, für alle fünf. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. So, unser Mittagessen heute. Ich habe zum allerersten Mal Kohlräbchengemüse gemacht, à la meiner Oma. Ich habe das Rezept von meiner Oma ausprobiert und es schmeckt so lecker. Dann habe ich ein paar Kartoffelwedges in den Ofen, also ja, selber gemacht. Die sind ein bisschen vermatscht, die gingen nicht vom Blech ab, aber egal. Und ein paar Aiwa. Chivapchichi. Genau. So, zum Nachtisch, wir bekommen nämlich gleich Spielbesuch, beziehungsweise die Kiddies, gibt es Mini-Amerikaner und Mini-Donuts. So, unser Abendessen ist heute Bratkartoffeln mit Salat, Gurke, Tomate, Feta-Käse. Und ich habe hier von Lidl so asiatisches Hähnchen mitgenommen. Das essen wir jetzt. So, mein Frühstück heute. Ein Vollkornbrot. Zur Hälfte mit Käse und Zwiebeln. Und die andere Hälfte habe ich mit so einem vegetarischen Brotaufstrich Paprika gemacht. Auch Zwiebeln drauf. Und ich trinke ein Cappuccino. Das lasse ich mir jetzt schmecken. So, unser Mittagessen ist heute Klößchen mit Gulasch. Paprika, Soße und einen gemischten Salat. Meine Nachbarin hat uns einen ganzen vollen Krug voller Zwetschgen, Pflaumen rübergebracht aus dem Garten. Da habe ich jetzt schon einen großen Bottich entsteint. Die folgen jetzt noch. Und daraus mache ich einen Streuselkuchen, also Zwetschgenstreusel. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit. So, ich habe jetzt hier einen Quark-Ölteig gemacht und den werde ich jetzt hier auf mein Backblech einmal ausrollen. Einmal verteilt. Jetzt kommt noch das Obst und die Streusel drauf. Die leckeren Zwetschgen sind jetzt auch drauf. Und jetzt kommen die Streusel noch drüber. Der Thermomix hat mir jetzt meine Streusel gemacht. Und die mache ich jetzt auf den Kuchen. Tada! Dicke, fette Streusel kam jetzt noch drüber. Und jetzt geht's ab in den Ofen. Oh, ich habe in die Streusel noch so ein bisschen Zimt reingemacht. Das duftet. Ich zeige es euch gleich, wenn er aus dem Ofen kommt, wie es aussieht. So, der Kuchen ist fertig und duftet einfach lecker. Den werden wir uns jetzt heute Nachmittag gönnen. Ja, den gleichen mache ich jetzt aber nochmal. Den nimmt niemand dann morgen mit für die Arbeit, für seine Kollegen und sich selbst. Da haben sie auch was zu knabbern. So, ich bin voll im Backwaren hier. Das zweite Blech leckerer Pflaumenkuchen ist fertig. Hier habe ich jetzt schon was zur Seite gestellt. Das wird natürlich noch aufgefüllt. Das nimmt niemand morgen mit zur Arbeit. Dann kann er da auch verteilen und essen. Und ja, hier bleibt noch ein ganz großer Rest auch für uns. So, ich bin stolz auf mich, was ich heute geleistet habe. Hier ist ein riesen Blech für Nimons Arbeit. Das kann er morgen mitnehmen und mit seinen Arbeitskollegen verspeisen. Und hier ist noch ein ganz großer Teller für uns. Genau, das lassen wir uns heute schmecken. So, unser heutiges Abendessen ist Rührei mit Sujuk. Salat und einem Brötchen. Ich habe hier Rucola, Feta-Käse, Mozzarella, Zwiebeln und Tomaten. Alles, was ich so da hatte, reingemacht. Mein heutiges Frühstück ist ein frisch gebackener Zwetschgen-Streuselkuchen und dazu einen Karamell-Latte-Macchiato. Unser heutiges Mittagessen sind Ofenkartoffeln mit Quark und Kürbis aus dem Ofen.
Unser Abendessen sieht heute so aus. Ich habe ein paar Laugenstangen aufgebacken, die sind ein bisschen aufgeplatzt. Geflügelwürstchen angebraten und einen Tomaten-Feta-Salat gemacht. Und unseren leckeren Avocado-Creme. Genau, das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Mein Frühstück heute ist ein Brötchen, belegt mit Emmentaler und Zwiebeln und Butter. Und dann habe ich hier so eine Papaya-Mango-Creme vom Rossmann mitgenommen und Zwiebeln. So, unser Mittagessen heute sind Bratkartoffeln, eine Geflügelwurst und ich habe Bohnen von meiner Mama aus dem Garten bekommen. Frische grüne Bohnen. Genau, dazu habe ich mir eine Mehlschwitze gemacht. So, unser Abendessen heute ist ein Salat. Dann habe ich so einen Quietschkäse, nennen wir das, angebraten. Ein bisschen Geflügelwurst und dazu essen wir ein paar Brötchen. Mein Frühstück heute ist ein Röstzwiebel-Käsebrötchen. Hier, vom Aldi. Und einmal mit Käse-Tomaten belegt und einmal mit Hähnchenbrust-Tomaten. Unser Mittagessen heute für die Kinder eine Salami-Pizza. Und ich habe mir hier so ein Pizzabrot gemacht mit Spinat und Kürbis. Und einen Tomaten-Feta-Zwiebelsalat. Das essen wir jetzt. Unser Abendessen sieht so aus. Ich habe eine Bratwurst gebraten. Das ist so Döner-Style. Habe ich beim Lidl mitgenommen. Ich bin gespannt, wie die schmeckt. Rührei und eine Röstzwiebel-Käsebrötchen. Heute frühstücke ich einen Cappuccino-Grand-Dessert. Ja. Unser heutiges Mittagessen ist Hähnchendöner mit Pommes, Brokkoli und Hollandaise. Meine Kinder haben sich einen Käsekuchen gewünscht und den backe ich jetzt. Ich habe ein Rezept ohne Boden. Da habe ich jetzt die Form einmal mit Backpapier ausgelegt. So, und das Ganze im Thermomix gemacht. Und seht ihr, wie cremig das ist? Oh, das fülle ich jetzt einmal in die Form. So, ich habe es jetzt einmal in die Form gefüllt. Der ist richtig schön cremig. So, jetzt kommt er für circa 80 Minuten in den Ofen. So sieht der Kuchen aktuell aus. 40 Minuten war er drin, jetzt muss er einmal abgedeckt werden. Ich decke ihn jetzt einfach mit Backpapier ab. Nochmal für 40 Minuten. So, der Käsekuchen ist fertig. Er ist ein bisschen dunkel geworden hier an dieser Seite. Wahrscheinlich ist das Backpapier irgendwie, ja, weggeflogen. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, er wird trotzdem sehr, sehr lecker schmecken. Den Kuchen jetzt angeschnitten, der sieht so lecker aus. Der ist richtig schön. Wo ist er? Fluffig. Oh. Da freue ich mich jetzt drauf. So, unser heutiges Abendessen sieht so aus. Wir sind nämlich gerade essen. Niemon hat einen Cheeseburger, oder? Oder? Ich glaube Cheeseburger. Man sieht, was das ist. Ja, okay. Denkt doch euren Namen aus. Dann einen Salat. Der sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Ich habe einen Crispy Burger Chicken mit Knoblauchsoße. Der Mel, die hat chinesische Nudeln mit Hähnchen. Der Noxi auch. Der Noxi. Der Noxi auch. Das lasse ich jetzt drin. Und der Marlon hat eine chinesische Suppe. Lasst es euch schmecken. Und jetzt den Trinken zeigen. Oh, dein Trinken zeigen. Und jetzt alle Trinken zeigen. Okay. Und der Noxi, den muss ich nochmal schnell zeigen, ist heute Bezirksmeister im Judo geworden. Ersten Platz. Ja. Tada. So, ich komme gerade vom Arzt und bin beim Bäcker vorbei. Und da hat mich diese Vanillestange angelacht. Also die ist wohl mit Vanillepudding gefüllt. Die werde ich jetzt frühstücken und dazu ein Latte Macchiato. So, nun folgen ein paar Bilder. Hier gab es zum Mittagessen selbstgemachtes Fladenbrot und Salat. Zum Nachmittag gab es leckere Nussecken und unser Lieblingsknäckebrot. Dann folgt Abendbrot für die Jungs. Und für Niemon und mich habe ich einen Salatteller gemacht, der auch gleich zum Vorschein kommt. Da. Dann gab es ein leckeres Frühstück und zum Mittagessen Fisch mit Kartoffeln. Die Kartoffeln, wo waren sie? Ich weiß es nicht. Mit einem bisschen Gemüse und zum Abendessen ein frisch gebackenes Brot. Lecker. So, ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht ist das ein oder andere eine Inspiration für euch, was ihr schon lange nicht mehr gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns kostenlos unterstützt mit einem Abo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!